Vielen Dank, Herr Kollege Schalk. Nächste Rednerin ist für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Frau Kollegin Sanne Kurz. Sehr geehrtes Präsidium, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben den Antrag im Ausschuss schon diskutiert und eigentlich wurden dort auch schon alle Meinungen wirklich sehr sachlich ausgetauscht zwischen den Fraktionen der CSU, der Freien Wähler, der Grünen und der SPD. Wir alle sind uns einig, dass es natürlich Reformen braucht und wir alle sind uns einig, dass diese Reformen natürlich auch die Beitragsgestaltung betreffen. Was aber nicht verstanden worden ist von hier rechts außen, ist, dass Millionen von Bürgerinnen und Bürgern es sehr wohl schaffen, ihre Pflichten einzuhalten. Die schaffen es, sich umzumelden. Auch da gibt es keine Beratungsstelle, die ihnen sagt, denken Sie übrigens dran, wenn Sie jetzt umziehen, müssen Sie sich auch da anmelden. Die schaffen das ganz alleine. Die sind nämlich mündige Bürgerinnen und Bürger. Und ganz, ganz viele, die überwiegende Mehrheit dieser mündigen Bürgerinnen und Bürger, die schafft es auch wunderbar, ihren Befreiungsantrag für die Zweitwohnung zu stellen, so es denn möglich ist, weil es ist nur unter bestimmten Umständen befreit. Die schafft es auch ganz wunderbar, ihren Beitrag zu zahlen. Und die bürokratischen Hürden, die es da noch gibt, das hat beispielsweise die CSU-Fraktion angekündigt, die einen sehr kurzen Draht in die Staatskanzlei hat, da wird im Moment an einem Reformstaatsvertrag gearbeitet, wo es natürlich im Idealfall, ich sitze nicht in der Staatskanzlei, auch darum geht, dass man diese Beitragspflichten bürgerfreundlicher gestaltet. Zum Beispiel haben wir im Moment die Situation, dass nur alle 3 Jahre kontrolliert wird, wer wo wohnt, es also einen Datenabgleich gibt. Wir waren uns im Ausschuss einig drüber, CSU, Freie Wähler, SPD und Grüne, die konstruktiv an der Lösung von bestehenden Problemen arbeiten, dass es sinnvoller wäre, das öfter zu machen. Dass es sinnvoller wäre, öfter dazu zu kommen, zu schauen, wer wohnt eigentlich wo. Wir waren uns auch einig drüber, dass es vielleicht auch noch andere Sachen bräuchte, wo man mal gucken muss, wie das rechtlich gehen kann, ob zum Beispiel schon bei der Erhebung abgefragt werden kann, wer eine Zweitwohnung hat, wer eine Erstwohnung hat. Und was mir persönlich noch ein ganz großes Anliegen ist bei der Beitragsgestaltung, ich habe mein Leben lang Rundfunkbeitrag gezahlt und ich war einen Großteil meines Lebens Solo-Selbstständige. Ich konnte mich nicht befreien lassen, weil wäre ich beispielsweise in einen Sozialbezug gegangen, was vom Einkommen her möglich gewesen wäre, hätte ich meine Selbstständigkeit aufgeben müssen. Auch die Petition haben wir immer wieder im Landtag. Aber damals mit einem Jahreseinkommen unter 10.000 Euro, alleinerziehend mit 2 Kindern, war dieser Rundfunkbeitrag eine unendliche Bürde. Jetzt als Abgeordnete ist der genauso hoch. Dass das nicht fair ist, verstehen, glaube ich, die Bürgerinnen und Bürger draußen auch gut. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass an einem Reformstaatsvertrag gearbeitet wird. Es will niemand zurück zur Einkommenskontrolle. Aber in der Pandemie haben wir es zum Beispiel in Baden-Württemberg sehr gut geschafft, mit den Finanzämtern Daten abzugleichen. Das ist gut geglückt, man ist zu guten Lösungen gekommen. Und ich wäre froh, wenn die Menschen, die mit sehr viel juristischer Expertise jetzt gerade zusammensitzen und an einem Reformstaatsvertrag arbeiten, wenn die mit konstruktiven Lösungen kommen, statt unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Behörden weiter zu schikanieren und den Ideen von ganz rechts außen zu folgen. Vielen Dank. Vielen Dank.